Körper und Wissen. Wie schützen wir unsere Gelenke vor Verschleiß? Die Gelenke lassen sich am besten schützen zunächst einmal durch Bewegung. Wir müssen unsere gelenkübergreifende Muskulatur durch Bewegung aktivieren. Wir müssen die Muskeln stärken, wir müssen sie kräftigen, wir müssen die Ausdauer der Muskulatur stärken und kräftigen. Das geschieht in der Regel durch die Bewegung an sich, aber nicht nur durch die Alltagsbewegung, sondern eben auch durch Bewegung, die ein bisschen belastend ist, im Sinne von mechanischer Belastung. Da denkt man zum Beispiel an Spazierengehen, an Laufen, aber auch an Joggen. Beim Joggen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil Joggen für Ungeübte natürlich auch die Gelenke so ein bisschen überstrapazieren kann. Das heißt, dass Ungeübte eben noch keine richtige Lauftechnik erlernt haben, sodass die Stöße, die beim Laufen zum Beispiel über das Kniegelenk oder auch auf die Hüfte übertragen werden, von den Muskeln nicht rechtzeitig und sinnvoll abgefangen werden können. Ansonsten ist natürlich sehr wichtig, dass wir unsere Ernährung einrichten. Natürlich ist ein Übergewicht ein Risiko. Die Gelenke werden übermäßig belastet und das bedeutet, dass natürlich auch da die Muskulatur und auch die Bänder die Gelenke wieder ordentlich zusammenhalten müssen. Wissen ist gesund.